bist du die echte... Bist du eine echte Doktorin? Wie meinst du das? So von wegen, du machst Operationen und so? Nein? Dann bist du keine echte Doktorin. Hörst du Dr. Dre? Nein? Ich auch nicht, aber Neil sagt, Dre ist kein echter Doktor und bekommt trotzdem fett Respekt. Also halt dich zurück. Immer diese vorlauten Kinder! Wenn ich groß bin, will ich wie Dr. Dre sein. Das hast du nicht von mir, okay? Ich habe gehört, Dr. Dre ist 3 Meter groß und spuckt Feuer aus seinen Nasenlöchern. Du hast gerade zum ersten Mal von ihm gehört. Chini, schmeiß doch nicht die Möwe um. Ja, 3 Meter groß, spuckt Feuer aus den Nasenlöchern, wie auch immer das aussieht. Danke, dass ihr uns eingeladen habt, Eva. Hey, ich hoffe, ich habe euch nicht gestört. Überhaupt nicht. Es ist schön, die beiden Raka mal etwas aus dem Haus zu kriegen. Johnnys Haus hat eine tolle Aussicht, aber es ist ein wenig zu abgelegen für die Kinder, um es dort auszuhalten. Sie können draußen wunderbar spielen, aber ich habe immer Angst, dass sie stolpern und die Klippe runterstürzen. Ja, das wäre nicht so gut. Ihr zwei solltet uns häufiger besuchen kommen. Die Kinder würden sich auch darüber freuen. Was ist das? Ein Biber? Das ist Schnappli! Martini! Bitte, nicht auf den Laptop setzen. Es gehört nicht mir, aber Mama hat gesagt, ich darf darauf aufpassen. Ich beschütze es vor allem Bösen. Darf ich es mal ansehen? Bist du böse? Nicht wirklich. Okay, du darfst Charlie für 5 Minuten haben. Ach, Kinder sind so leichtgläubig. Bist du böse? Nein, ich doch nicht. Okay. Juhu, Schnabli mag dich. Wann siehst du das? Weil es nicht versucht abzuhauen, woran sonst? Versucht nicht zu beißen. Das ist ein Plüschtier, by the way, ne? Ey, hat jemand Neil gesehen? Er ist uns im Flur entgegengekommen, aber er ist uns nicht nach drinnen gefolgt. Sieht so aus, als wäre er aus irgendeinem Grund wieder nach unten gefahren. Unten. Ja, das war fast unten. Nach unten, das heißt, in die Eingangshalle? Aber warum? Ist da eigentlich was? Vielleicht nächstes Mal. Ja. Sigmund Toy Day Special 3 confirmed. Ist hier noch irgendwas? Was für schmutzige Details hast du denn für mich auf Lager? Zugangsprofil geladen, Dr. Eva Rosalene. Anständige Stromversorgung. Irgendwie ist der Kasten etwas zu weit rechts geraten. Ihr sollt die Einstellungen so lassen. Ja, gucken wir uns die Zugriffsdaten an. Zugriffsdaten werden geladen. Uhrzeit 19:39. Manuell ist herunterfahren durch Dr. Neil Watts. Uhrzeit 19:47. Manueller Neustart durch Dr. Neil Watts. Seltsam. Warum hat er den Generator erst heruntergefahren und dann selbst neu gestartet?
Das ist schon eigenartig. Wenn man es bedenkt, als er heruntergefahren wurde, Neil oben war. Erst diese doppelte Eva und jetzt das? Gehen seltsame Dinge vor sich, sag ich euch. Seltsame Dinge. Hallo? Esther? Wer ist am Apparat? Sohn? Bist du das, Neil? Warum sprichst du nicht mit ihnen? Haben sie etwas falsch gemacht? Nein, es ist nicht ihre Schuld. Warum bist du wieder hergekommen? Das habe ich dir bereits gesagt. Es war die Idee meiner Schwester. Du hättest es ja ausreden können. Was? Sieh mal, danke, dass du zurückgekommen bist und diese Leute eingeladen hast und all das. Aber machst du was bitte nicht nochmal. Was genau meinst du? Wo gehst du hin? Nach Hause, ich habe einiges zu erledigen. Was zum Teufel ist mit dir los? Ist los mit dir? Satzverdreher! Ich weiß nicht, was dein Problem ist, aber heilige Ananas nochmal, bleib locker! Diese Leute sind den weiten Weg hergekommen, um den Abend mit dir zu verbringen. Wann hast du das letzte Mal mit anderen zusammen zu Abend gegessen? Meine Schwester hat ihre Familie hergebracht, damit du nicht allein sein musst. Sogar Lili und ihre Kinder sind gekommen. Du erinnerst dich noch an sie, oder? Du hast sogar dieses dumme Spiel über den Fall programmiert. Was wirst du tun, wenn du zu Hause bist? Dir eine Fertigpizza in den Ofen schieben? Entspann dich mal für einen Abend, meine Güte! Wie auch immer, ich werde hier nicht weiter in der Kälte stehen und dir eine Predigt halten. Mach, was du willst, ich geh rein. Aber oben ist ein Platz für dich reserviert, egal ob du kommst oder nicht. Das war's dann noch mit dieser Episode. Auch wenn ich jetzt das mit der zweiten Eva total verwirrend fand. Wieso war die da? Ich versteh's nicht. Und irgendwie wurde es auch nicht aufgeklärt. Ja, man hat einfach so in den Raum geschmissen und zack. Naja, wenigstens hat sich nie letzten Endes dazu entschieden, noch zu bleiben und mitzuessen. Da ist wieder aufgenommen. Dann hört er sich das wahrscheinlich zu Hause immer und immer wieder an, um sich daran zu erinnern. Und was? So übel war das nicht, oder? Alle hatten einen schönen Abend, nicht wahr? Ja, ich denke schon. Hey, kann ich bei euch mitfahren? Okay.
kann ich bei euch mitfahren? Neil meint, er braucht... Mach den Text nicht von alleine weg! Was sollte das mit Eva? Warum sitzt die zu Hause? Klar, Süße, lass uns nach Hause fahren. Der Aufzug geht von alleine zu. Was ist hier nur los? Haben die irgendwie ihre Erinnerung überschrieben? Mit diesem Gerät, was wir auch schon in der Hauptstory gesehen haben? Wenn ja, wieso? Das heißt, das alles ist dann nur in ihrem Kopf passiert, was jetzt vorgefallen ist mit dem gemeinsamen Weihnachtsessen? Naja, Fragen über Fragen. Vielleicht kommt ja irgendwann noch eine dritte Mini-Episode. Ja, hoffentlich wird es dann beantwortet. Und wenn nicht, traurig. Ja, Chicken traurig, Knackenjohn. Naja, aber das war's dann mit To the Moon, dem Siegmund Holiday Special. Damit würde ich sagen,